Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten Replay, nämlich von The Unholy Crusader aus dem Clan Deutscher Stahl im T54 Mod 1, dem mittleren Tier 8 Rossen auf Drogen. Meiner Meinung nach ein Panzer, der gelinde OP ist, aber dazu, ich will jetzt nicht weit abschweifen. Auf der Karte Kanal, Top Tier, Gegner hat ein IS-3, IS-152, HU-251, IS-222-44. Eine 152er, T-23-G3 und ein Tankenstein. Die leichten und mittleren Panzer sind also ein relativ leichtes Ziel für die Unholy Crusader. Da vorne ist der Ruh und Snapshot aus der Fahrt raus, 325 Schaden, also für mittlere Panzer ziemlich viel, meiner Meinung nach zumindest. Nimmt währenddessen Basis D ein. Von rechts kommt ein Tankenstein, aber der ist außer Reichweite. Aber da kommt ein T23E3 an, der zweimal abprallt. Oh Wunder, wie kann das nur sein? Ich drehe ihm die Front zu, fängt dafür einen Treffer vom Ruh im Heck ein. Und das ist der Tankenstein, der zerstört aber nur die Kette. Eine Chance auf den High Roll und kommt er durch? Ja, er kommt durch, aber kein High Roll. Leider 160 Schaden, wieder Abpraller vom T23E3. Noch ein Abpraller vom Tankenstein. Also, dieser Panzer ist wirklich ein Bunker. Wieder ein Abpraller. 298 Schaden. Er hat auch jetzt irgendwer oder gar die andere Crusader jetzt auch die ISU. Die ISU und die ISU 152 aufgedeckt. Jetzt kommt aber der Ruf von hinten und der hat ihm auch schon zwei Schüsse reingehauen. Ein weiterer Treffer in die ISU. Jawohl. 321 Schaden. Also IS-3, der auch abprallt. Bugwanne. Wechsel auf APCR. Hätte ich jetzt nicht gemacht, aber sicher ist sicher. Ein Schnellschuss und die ISO ist rausgenommen. Wieder ein Abpraller vom IS-3. Wechsel zurück auf AP. Ist umkreist den IS-3. Der kommt nur schlecht hinterher. Weiter ist Treffer, 267 Schaden. Da treten wir die Front zu und ein Abpraller vom Ruh. Schuss aber leider daneben. Jetzt hat auch den IS-3 hinter sich und der kann ihn mit dem High Roll rausnehmen. Ruh kommt durch. Ist aber auch selbst abgeschossen worden und jetzt kommt der IS-3 von hinten. Das wird knapp. Kommt durch. Fahrer tot. Und er prallt ab. Treffer. Sah für mich erst am Fehlschuss aus. Und hier gewinnt er. Sehr schön. Glückwunsch an die Unholy Crusader. Gefechtsergebnis seht ihr gleich. Ich weiß schon, es ist auf jeden Fall ein Panzerass geworden mit über 3000 Schaden. Gut, dann sehen wir uns mit dem nächsten Replay. Ich nehme an, dass wir das von Warhunter Gaming sein. Und bis dahin, euer Großschreibbomberkalle.